wenn ich mich gestresst, geärgert, traurig fühle und dann von dir erwarte, du musst jetzt dafür sorgen, dass das wieder gut wird, ja, bin ich ja abhängig davon, dass du was machst. Ja. Andersherum kann ich selber dafür sorgen, dass es mir irgendwie wieder besser geht. Wenn ich das Gefühl habe, boah, das kann ich nicht aussprechen. Ja, genau das. Dann spreche ich dann aus. Dann ist es ganz wichtig, das auszusprechen. Dann ist es ganz wichtig, das auszusprechen. Baby Yoda, wer bin ich ohne den anderen? Baby Yoda. Ja, genau. Haben wir mal als Zauberspruch irgendwo. Ja, genau. Also einfach sich regelmäßig die Frage zu stellen, was macht mich in meinem Leben aus und wie würde ich mein Leben gestalten, wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen auseinandergehen würde? Das wurde uns nie beigebracht, dass es eine Phase in der Entwicklung gibt, die bedeutet, dass dein altes Ich stirbt. Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go! Herzlich willkommen beim Glückspilz-Podcast. Hallo. Hallo mit Jana und Mike Baum. Und am Montag, heute ist Mittwoch, waren Anna und Valentina, die auch beide Teil des Baumakademie-Teams sind, im Meeting haben gesagt, mach doch Podcast mit Mike und mit solchen Strahlen im Augen, mit Jana. Und dann habe ich dich gefragt, du hast gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, dass da der Wunsch besteht, mir zuzuhören. Und naja, wir haben dann mal gefragt, was wäre so ein Thema. Dann kam auch von Anna, aber tatsächlich auch im Social Media, schwere Gespräche, leichte Beziehungen. Überraschung. Das wird das Thema sein und ganz ehrlich, es ist ungewohnt, oder? Dass wir jetzt so... Ja, ist halt, also wir dürfen uns jetzt nicht berühren dabei, ne? Also das würde das Setting sprengen, das richtig? Stimmt, das okay. Stimmt. Das ist und, ein bisschen strange, ja. Und es ist auch so, vielleicht einfach für den Rahmen, Jana hat kein Social Media und hatte auch noch nie Social Media. Also das heißt, du kennst kein Facebook. Für 10 Minuten. Für 10 Minuten. Du hast 10 Minuten Facebook und hast es dann wieder gelöscht. Ja, ich musste jemanden finden. Ja. Und dann habe ich ihn gefunden und habe ich ihn gelöscht. Und Instagram und so weiter, das hattest du alles nie und das ist irgendwie spannend jetzt mal mit dir. Ich mag unsere Offline-Welt eigentlich sehr gerne und jetzt mit dir in diese Online-Welt einmal abzutauchen. Let's go. Okay. Und du hast du bist ja auch Teil der Baumakademie und willst du mal sagen, was du, bevor du jetzt Mama geworden bist, gemacht hast in der Baumakademie? Dass man einfach, ich kenne ja auch einige Leute. Ja, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ja. Viele auch gesehen. Ich habe hier, oder ich vor allem Feedbackgespräche geführt, Beratungsgespräche geführt. Alle Leute, die Interesse an unseren Inhalten haben, hatten, mit denen habe ich gesprochen, um zu gucken, was genau passt denn zu ihnen und wie passen wir zueinander und so. Und habe auch in den Seminaren unterstützt, habe hier im Team versucht, ein bisschen zu unterstützen. Und hast viel gecoacht. Ach ja, genau, das habe ich auch noch gemacht. Und hast viel gecoacht. Mit Herzblut. Ich liebe es. Jetzt haben wir vor kurzem eine Tochter bekommen. 4,5 Monate. Ja. Mhm. Seitdem hat sich ein bisschen was verändert. Ja, seitdem bin ich Mama. Arbeitsmäßig. Schwere Gespräche, leichte Beziehung. Wir haben tatsächlich ein paar Fragen bekommen. Ich bin sehr gespannt. Und eine Frage war, wie gehen wir mit Konflikten um? Ich habe in einer Ausbildung einmal gesagt, dass jeder von uns volle Verantwortung für die eigenen Trigger übernimmt und dass sie diesen Ansatz so heilsam findet. Mhm. Und sie sagt, wenn ich anderen davon erzähle, sind sie auch beeindruckt und sagen aber meistens auch, boah, das ist ganz schön schwer. Und deswegen sag doch mal. Aber irgendwie ist es auch voll einfach. Also einfach insofern, als dass, wenn ich mit meinen... Also wenn ich die Verantwortung für meine Trigger, für mein Leben übernehme, dann habe ich ja auch die Macht, was zu verändern. Also wenn ich mich gestresst, geärgert, traurig fühle und dann von dir erwarte, du musst jetzt dafür sorgen, dass das wieder gut wird, bin ich ja abhängig davon, dass du was machst. Ja. Andersherum kann ich selber dafür sorgen, dass es mir irgendwie wieder besser geht. Und insofern finde ich das nicht unbedingt schwierig, sondern eher hilfreich. Schwere Gespräche, leichte Beziehungen, aber es zwingt dich in diese schweren Themen auch reinzugehen bei dir selber, glaube ich. Ja, das durchaus. Aber das ist, glaube ich, auch generell eine Entscheidung, die man in seinem Leben einmal getroffen haben muss. Möchte ich das oder nicht? Und wenn ich das nicht möchte, dann ist das natürlich auch eine
schwierige Angelegenheit, aber die Entscheidung habe ich vor einigen Jahren schon getroffen, dass ich gerne mich mit meinen Themen auseinandersetzen möchte. Und dann freue ich mich nicht immer, aber doch regelmäßig, wenn sie mir gespiegelt werden. Und wir sind beide, und das ist, glaube ich, eine gute Sache, sind beide aber so in die Beziehung gestartet. Ja. Also ich glaube, eines der ersten Dinge, die wir miteinander kommuniziert haben, waren, ich glaube, ich hab dir gesagt, ich bin nicht dein Therapeut. Oh ja, ey. Ich dachte, was für ein darf ich fluchen? Ja, du darfst fluchen. Was für ein was ja. Denkt er eigentlich, wer der ist, dass er mir therapeutische Hinweise geben möchte? Ich meine, ich war schon in meinem Leben bei einigen Therapeuten, deswegen nicht so die beste Verbindung gehabt. Ja. Und das war und gleichzeitig hatte ich genau die gleichen Gedanken. Ich habe keine Lust, dich zu retten oder dich heilen zu müssen oder dich mitzutragen. So. Ja. Oh, das war so befreiend. Ja. Und dann haben wir uns beide total irritiert angeguckt, weil wir es nicht erwartet haben. Ja, ich erinnere mich. Und dadurch ist das so ganz gut irgendwie, hat sich das gut entwickelt, dass jeder, also ich empfinde das so, dass Streitereien, Konflikte, Diskussionen einfach leichter werden, wenn zumindest das Bewusstsein im Raum ist, du guckst bei dir, ich guck bei mir. Ja. Und auch wir auch beide darüber auf dieser Ebene reflektieren können. Das ist mein Anteil daran, das ist dein Anteil daran. Du hast Grundregeln auch, ne? Ja. Wobei ich dann noch so ein paar andere Grundregeln sehe, über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Das eine war Timing. Aha. Ne? Ja, Timing, ganz wichtig. Ja. Wann gehe ich mit einem Konflikt? Da durfte ich echt sehr viel von dir lernen wiederum. Also, oh Gott, ich war... Das klingt so, als hätte ich dir freundlich was beigebracht. Knatschen, aber ich gesagt, der voll scheiß Moment hier ist gerade. Aber es ist schon so, ich habe anfangs diesen Glaubenssatz gehabt, wenn ich das in meinem Kopf habe, muss ich das direkt ansprechen. Ja. Sonst ist es nicht ehrlich. Ja, so. Ja, genau. Und du hast mir einfach sehr liebevoll gesagt, so, Schatz, es gibt Momente, da passt das und es gibt Momente, da ist es einfach gerade nicht ganz richtig. So. Und ja, da kann ich damit einfach nicht umgehen. In dem Moment habe ich nicht den Raum, um mich damit so auseinanderzusetzen. Ja. Und da reagiere ich impulsiv. Ja. Dann, ne? Ja, genau. Okay, das heißt Timing. Timing. Dann, darf ich ja, gerne. Was ich ganz wichtig finde für mich, und das ist jetzt gar nicht unbedingt eine Regel, die ich auch von dir erwarte, aber für mich, was ich dir auch in Konflikten immer wieder spiegel oder immer wieder sage, dann bitte reagiere nicht wütend oder vorwurfsvoll, wenn ich dir meine Gefühle mitteile. Ja. Ne? Wenn ich einfach nur darlegen will, wie ich mich gerade fühle, ist das noch lange kein Vorwurf an dich, dass du was falsch gemacht hast. Ja, absolut. Und dann auch so dieses, das war irgendwann voll die Erleuchtung für mich, zu checken, in dem Moment, wo wir uns streiten und einen Konflikt haben, sind wir einfach jeder in unserem höchstpersönlichen Bedürfnis nicht befriedigt und kommen nicht zusammen. Ja, so. Oder eine Person ist im Bedürfnis, das muss ja nicht immer beide sein. So. Ja, aber wenn es nur eine ist, dann finde ich, kriegen wir das sehr schnell auch wieder die Kurve, dann wird es gar kein Konflikt. Ja, aber das, ne? Ich sag mal, gestern Abend, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube irgendwas, ich war zum Beispiel da sehr, oder vorgestern, genau, da war ich dann, ich glaube, sehr ruhig, ich kam am Sport und so weiter und da hast du was erzählt und danach war aber auch sehr schnell gut. Ja. So. Ja, aber weil der Konflikt ist nicht wirklich aufgekocht, weil nicht beide eingestiegen sind. Ja, ne? Aber ich glaube, was du vorhin gesagt hast, wenn du deine Gefühle teilst oder wenn jemand deine Gefühle teilt, dass man, ich glaube, Wut ist schon okay. Ja. Nur nicht dieses, ich negiere nicht deine Gefühle. Ja, genau. Beziehungsweise ein Mensch negiert nicht die Gefühle des anderen. So, und das auch dem anderen nicht unterstellen, du machst das, um mir weh zu tun. Ja. Ganz und gar nicht. Nein, in allerwenigsten Fällen möchte irgendwer irgendwen wehtun, sondern man ist einfach in seinen Bedürfnissen nicht kongruent miteinander und triggert sich halt. Ja. Ne? Ja. Schwere Gespräche, leichte Beziehungen. Und ich glaube, ein Game Changer war für mich, für Konflikte, wenn ich das Gefühl habe, boah, das kann ich nicht aussprechen. Ja, genau das. Dann muss ich es aussprechen. Mhm. So nicht direkt, aber wenn ich merke, boah, nee, das kann ich nicht sagen, dann spreche ich es aus. Dann ist es ganz wichtig, das auszusprechen. Dann ist es ganz wichtig, das auszusprechen. Aber vor allen Dingen, dass wir aber uns auch beide darauf geeinigt haben. Und und das ist, glaube ich, auch ganz kurz in diesem Lied ja auch so drin, schwere Gespräche, leichte Beziehung. Ja. Ich weiß, dass du es gut meinst und das darf genug sein. Mhm. So, bitte lieber verletz mich kurz, ne? Lieber lass es mich einmal Aua tun und ich bin traurig und ich bin verletzt,
Und danach ist aber wieder, ist nicht dieses unausgesprochene Thema zwischen uns, wo ich nicht weiß, was da so abgeht, sondern wir haben Verbindung. So, es ist wieder Connection da, so, weil ich habe sonst so eine Unwahrheit oder etwas, was einfach zwischen uns steht, was aber nicht ausgesprochen ist, ist wie so eine unsichtbare Wand dann dazwischen. Dadurch verliert es an Verbindung. Absolut. Und diese Einigung darüber zu haben, ich lade dich ein, bitte verletz mich lieber kurzfristig. Nicht mit der Absicht, ich verletz dich jetzt, sondern ich spreche etwas aus, weil ich habe das Gefühl, es muss aus mir raus. Und ich weiß, das könnte dir jetzt wehtun. Und ich probiere das so wertschätzend wie möglich zu machen, aber lieber das, als es nicht zu sagen. Ja, und das war für mich auch... Ich hasse das, aber es ist wunderschön. Es ist total hilfreich, um in Verbindung zu bleiben, finde ich. Ne? Weil ansonsten, genau wie du sagst, ist die ganze Zeit irgendwas wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ne? Der sitzt da und es fühlt sich an, als wäre was dazwischen einem. Aber worauf ich gerade nochmal eingehen wollte, war, dass das für mich auch nochmal eine super... Veränderung war von diesem am Anfang, wir müssen immer ehrlich zueinander sein, wir müssen immer die Wahrheit sagen zu, weil ich habe irgendwann, also vor allem in der Retrospektive merke ich jetzt, dass ich am Anfang, ich meine, ich war vorher echt lange in keiner so festen Beziehung, wie wir die jetzt führen, und es fiel mir am Anfang echt schwer, auch immer offen und ehrlich zu sein, mich immer komplett so zu zeigen, wie ich gerade bin, aus unterschiedlichsten Gründen. So dass ich zwischendurch dann auch echt mal so das Gefühl hatte, boah, ich kann gar nicht immer ehrlich sein, weil mir das so, ich kann mich gerade noch gar nicht so nackig machen, sag ich mal. Ne? Ja, ja. Und dann das irgendwann so zu switchen zu, ich muss nicht immer alles sofort ehrlich kommunizieren, sondern ich muss einfach merken, wann sind wir hier an einem Thema angekommen, was wirklich wichtig ist. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann darüber nicht sprechen. Ja. Dann muss ich einen Rahmen schaffen, in dem ich es kann, weil sonst steht was dazwischen. Ja, genau. Weg von diesem, ich muss immer ehrlich sein, zu, ich muss dann ehrlich sein, wenn es wichtig ist. Ja. Weitere Idee, die mir gerade kommt oder die auch, glaube ich, Reflexion in dieser Beziehung dann war oder ist. Erstens, es wird dadurch nie langweilig. Ja. Erstens, wir haben halt einfach durchgehend ein gewisses Arousal, weil wir uns. Wie viel braucht man nochmal? 5:1 oder so? 5 gute Sachen, eine unangenehme Sache. Ja, so, ne? Strichlisten. Einmal verschieben mein Treten jetzt. War 5-mal war gut, jetzt muss ich nicht treten. War zu nett. Ja, aber auch dieses, es ist durch den Konflikt hat die Beziehung Leben. Mhm, ja. So, ne? Und es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und ich fand, das war für mich auch total hilfreich zu wissen, es stirbt auch ein altes Ich in der Beziehung. Immer wieder, Immer wieder. Eine Beziehung verändert sich, wird wieder neu und dadurch geht es irgendwie mehr in die Tiefe. Und das, dadurch wird es einfach nicht langweilig und dadurch bleibt auch einfach das Verliebtsein bleibt. Mhm. Ja. Also wir sind ja jetzt auch noch nicht ewig lange zusammen. Wir sind jetzt 2,5 Jahre, glaube ich, zusammen. Knapp 3 jetzt. Drei? Im April sind es 3. Stimmt, ja. Stimmt. Ach krass, Alter. Ach, spannend. Mhm. Und Wahnsinn, ne? Ja, aber halt trotzdem noch, also ich hatte keinen Moment das Gefühl, dass wir nicht verliebt waren oder verliebt sind oder ich habe auch keine Angst davor, dass das nicht ist, solange wir diese einfach Dynamik drin haben. Ja, und in Verbundenheit bleiben. Ja. Und persönlich, und das ist, glaube ich, dieses Thema der Entwicklung. Du entwickelst dich, ich entwickle mich und wir entwickeln uns aneinander. Ja. Ist dabei total spannend und warte, da komme ich, glaube ich, zu einer ganz interessanten Frage. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll, deswegen, ich mache mal Folgendes. Ja. Wie schafft ihr es, den anderen bei der persönlichen Entwicklung nicht zu verlieren, beziehungsweise keine Graben entstehen zu lassen? Erfahrung ist hier, wenn sich einer weiterentwickelt und der andere nicht möchte oder sich gedrängt fühlt, dann ist das heftig für eine Beziehung. In Klammern, nach 20 Jahren knallt es deshalb gewaltig. Eieieiei, oh ja, das kann ich gut verstehen. Das tut mir auch total leid. Wenn dann einer anfängt, sich zu entwickeln, für den anderen super hart ist. Ja. Aber dadurch, dass das von uns beiden einfach das absolute Commitment im Vorhinein ja schon war, nicht in der Beziehung. Du für dich in deinem Leben, ich für mich in meinem Leben. Und dann haben wir uns getroffen. Ja. Das war einfach von Anfang an klar, ne? Das waren Grundwerte. Ja, genau. Ja, und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie gräben. Aber ich verstehe den Gedanken. Ich auch. Aber das ist halt. Der ist auf unsere Beziehung nicht ganz übertragbar. Weil wir eine gemeinsame Wertestruktur haben. Genau. Das ist so ein klassisches Ding. Einer beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung
oder dann vielleicht auch mit Coaching oder einer spirituellen Richtung oder irgendwas und entwickelt sich. Und das macht natürlich was mit Beziehung. Ja, und klar. Es ist eigentlich fast immer so, möchte die andere Person den Weg mitgehen oder kommt man klar, weil die eine Person einen Weg geht und die andere Person die einfach lässt und beide sich so annehmen, wie sie sind, so damit, mit beiden. Mhm, ja. Oder trennt man sich vielleicht auch einfach. Ja. So, das gibt es halt auch. So, aber das, und die Sache ist, dieses Mitgehen klingt, zumindest mein, also wichtig ist da, glaube ich, auch zu sehen, der Partner sollte nicht mitgehen, weil der andere das gerne macht und von ihm und sich wünscht, dass der andere mitkommt, sondern es muss ja was Intrinsisches sein. Ja. Ich muss das ja aus mir heraus auch wollen. Ich muss mich ja entwickeln wollen und nicht, ich möchte dem anderen hinterherkommen. Ja. Das ist, weiß ich nicht, ob das langfristig die richtige Haltung ist, um auch gleichzeitig unabhängig zu bleiben. Da fällt mir Baby Yoda ein. Ich weiß nicht. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. wer bin ich ohne den anderen oder die andere? Ja. Oder das andere auch? Ja. Baby Yoda. Wer bin ich ohne den anderen? Baby Yoda. Genau. Haben wir mal als Zauberspruch irgendwo. Ja, genau. Also einfach sich regelmäßig die Frage zu stellen, was macht mich in meinem Leben aus und wie würde ich mein Leben gestalten, wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen auseinandergehen würde? Ne? Oder wenn ich sterbe. Oder wenn du... oh Gott, das war so witzig mal. Hat Mike mir in irgendeinem völlig... Ich weiß auch nicht, warum. Irgendeinem Moment ohne Zusammenhang einfach die Frage gestellt, was wäre schlimmer für dich, wenn ich sterbe oder wenn ich dich verlasse? Meine Antwort war, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dann habe ich auch kurz darüber nachgedacht und meinte, Moment mal, du solltest eigentlich nicht darüber nachdenken, ja. Aber diese Frage zu stellen, wer bin ich ohne den anderen? Und ich finde es total befreiend, darüber kommunizieren zu können. Ja, total. Absolut, zu sagen, also zu wissen, wir dürfen uns in unserer Beziehung vorstellen, wer bin ich denn ohne dich? Ja. Weil was passiert, wenn du jetzt stirbst oder mich verletzt oder so? Wer bin ich dann? Weil dann habe ich ein autonomes Selbst. Dann habe ich ein klares Ich-Konzept. Ja. Und dann kann ich auch viel leichter in die Bindung quasi reingehen. Ja, dann ist das eine Entscheidung und nicht ein Zustand, an den ich mich gewöhnt habe und der jetzt halt ist, wie er ist. Ne? Ja, absolut. So, das ist Baby Yoda und auch darüber kommunizieren zu können. Ja. Also, weil das ist so, das wurde uns nie beigebracht, dass es eine Phase in der Entwicklung gibt, die bedeutet, dass dein altes Ich stirbt. Mhm. Und es kann in einer Beziehung immer wieder auch sein, dass man so eng miteinander wird und dadurch so viel Spannung aneinander hat, und die irgendwie einmal raus will und es deswegen sogar relevant und wichtig sein kann, sich ein Leben ohne den anderen vorzustellen. Ja. Und das wirklich einmal komplett durchzuspielen. Okay, ich trenne mich jetzt, ich mache, oder was weiß ich was. Und das dann auch in regelmäßigen Abständen zu machen, weil sowas verändert sich ja ganz krass. Ne? Bevor ich schwanger geworden bin zum Beispiel, war das für mich überhaupt gar kein Problem, mir ein Leben ohne dich vorzustellen. Ja, also ich habe es vorher lang genug hingekriegt, gut und fröhlich zu sein ohne dich. Ja. Also werde ich das auch wieder hinkriegen. Dann bin ich schwanger geworden und plötzlich war meine Alternativwelt oder mein Baby Yoda war weg. Und ich musste erstmal wieder, das war richtig schlimm für mich, weißt du das noch? Es war in der Mühle, wo ich richtig Schmerzen gefühlt habe, weil ich kein Baby Yoda hatte und das erstmal wieder sich bilden musste oder entwickeln musste. Auch jetzt gerade stelle ich mir die Frage mit unserer Tochter, wie wäre das jetzt? Aber das, doch, habe ich ein Gefühl zu, habe ich ein Bild zu. Aber es wäre auch schlimm, ja. Natürlich wäre das schlimm. Und das ist ich finde das auch immer wieder ein schlimmer Gedankengang. Nur wenn man den durchspielt und am Ende sagt, nee, also will ich nicht, ich entscheide mich für dich. Ja, ja. Das ist so befreiend. Mhm. Ich finde das auch bei der Arbeit zum Beispiel auch, mir vorzustellen, ich habe manchmal, wenn ich zu viel arbeite, auch in der Akademie, dann frage ich mich, wer bin ich ohne die Akademie? Die Frage wollte ich dir auch schon stellen. Das hat Jessie mir auch mal gestellt. Mhm. Und? Das weiß ich noch. Das war, da hatten wir ein Team-Meeting mit allen zusammen und da haben wir gemeinsam quasi so eine Übung gemacht. Und Jessie hat mir die Frage gestellt, wer bist du ohne die Baumakademie? Boah, und die hat damals echt wirklich ins Gesicht getroffen. Gezwiebelt, ne? Die hat richtig gezwiebelt. Und ich habe immer diese Traumvorstellung, wenn ich zu viel arbeite, dass ich eine einsame Hütte... Ne, in Schweden. Eine einsame Hütte in Schweden. Da sind so viele schöne Frauen. Ja. Das ist diese einsame Hütte in Schweden. Und dann
Und dann spiele ich das durch und dann gehe ich aber auch in die Details rein und irgendwann merke ich, ich will genau diese Baumakademie und ich möchte das. Es ist nur anstrengend gerade, mhm. aber dann entscheide ich mich auch wieder dafür. Und ja, und das ist in der Beziehung, das tut einfach gut. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Denkmechanismus, der total hilft, den zu etablieren miteinander. Ja. Wie ist es denn, wenn man in einer Beziehung ist und dann fängt der eine an, sich zu entwickeln? Und der andere? Ja, ich glaube alleine, dass es das Wissen dazu zu haben und auch die Transparenz dazu zu haben, ich möchte es vielleicht nicht mehr so, wie wir es die letzten 10 Jahre gehabt haben. Wenn man merkt, okay, so wie es gerade ist, will ich es nicht mehr haben, es muss sich was verändern, dann ist, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, der sicherste Weg dazu, dass sich was verändert, dass ich mich verändere. Ja. Nicht, dass ich von dem anderen erwarte, dass er sich verändert oder dass ich die Beziehung verändere. Ich verändere mich, dann hat der andere gar keine Wahl mehr, als sich auch zu verändern. Und dann muss der andere eben die Entscheidung treffen, möchte ich diese Veränderung so und alles, was darauf folgt, oder nicht? Und dann ist eben die Frage, bleibe ich in dieser Beziehung oder nicht? Ja, das ist voll... Ich weiß auch noch, es gibt nichts Besseres als eine Beziehung, um sich persönlich zu entwickeln. Ja, genau. Weil man aber auch hardcore die Spiegel... Du blickst ständig. So. Trigger, pack. Absolut. Und ich weiß auch noch, in einer Ex-Beziehung, wo ich einfach immer gucke, okay, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und ich bin selten so viel gewachsen wie in dieser Beziehung. Und ich habe immer auch noch eine extreme Dankbarkeit für diese Frau. Und das hat mir einfach sehr geholfen. Aber es hat auch irgendwann dazu geführt, dass wir auseinandergegangen sind. Gar nicht von meiner Seite aus, sondern auch von ihrer Seite aus. Weil sie gesagt hat, ich will das so nicht. Ist ja halt auch anstrengend. Ne? Ist auch anstrengend. Ist ja auch herausfordernd. Ja. So. Ja. Nächste Frage? Ja. Was war der Moment, an dem ihr genau wusstet, dass der jeweils andere the one ist? Das ist... wer zuerst... Kannst du machen. Weißt du, wann... Du warst schon auf der Kakao-Zeremonie verliebt, hast du gesagt. Ich glaube, das Entscheidendste war für mich, dass in dem Moment, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben das ganz klare Gefühl dafür geäußert habe für mich, ich will keine Beziehung. Ja. Mhm. In dem Moment habe ich dich getroffen. So, das ist halt finde ich das Witzigste. Ich habe wirklich zum ersten Mal emotional vollkommen losgelassen und gesagt, ich möchte keine Beziehung. Ich will einfach mein Ding machen und für mich glücklich sein. Und in dem Moment, wirklich wie so ins Gesicht gedrückt, standst du plötzlich vor mir und ich so, was ist jetzt? Ich verstehe das nicht. Ja, witzigerweise war es bei mir genauso. Ich hatte mich anderthalb Wochen, bevor ich dich getroffen habe, habe ich mich von meinem Partner davor getrennt gehabt, auch vollkommen losgelassen. Ja. Ich brauche niemanden, der mir Liebe gibt. Ich gebe mir die selber und plötzlich warst du da und... die Frage war nach dem Moment, wo ich es wusste. Ne? Ja. Ich weiß noch genau den Moment, wo ich es wusste. Da saßt du auf meiner Couch in meinem wunderschönen Wohnzimmer auf dieser bunten Blumencouch. Erinnerst du dich? Ja. Und wir haben uns über Gott und die Welt, aber vor allem über Emotionen und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter unterhalten. Und ich weiß noch, dass ich dir zugehört habe. Und kennst du das in Filmen, wenn plötzlich der Außenton runtergefahren wird und die innere Stimme hochgefahren wird. Genau so war das. Und meine innere Stimme so wirklich, das ist er. Und mein Kopf so, nee. Quatsch. Und mein Herz so, ja doch, das ist er. Nee, ja doch. Weiß ich noch, also das war... Ja, das war schön. Ja. Und dieses Gefühl hat mich auch monatelang begleitet, weil ich war anderthalb Wochen getrennt. Ja. Ich war eigentlich nicht bereit für eine neue Beziehung. Ja. Wir haben super unterschiedliche Leben geführt. Köln war, ich meine, ich komme aus Düsseldorf, Köln. auf jeden Fall waren da, mein Kopf hat super viele Punkte gesehen, wo er so dachte, nee, eigentlich... Aber mein Herz und meine innere Stimme haben gesagt, das ist er. Und ich habe mir irgendwann mal geschworen, dass meine innere Stimme gewichtiger ist als mein Kopf. Ja. Und es gibt auch diese Zeile im Song, wer sich Liebe geben kann, fängt danach zu leben an. Mhm. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Dieses, ich bin bei mir, ich gebe mir, ich brauche niemanden im Außen. Nicht aus einer toxischen Autonomität raus. Gibt es das Wort Autonomität? Wissen, ob ich es meinst. Genau, ne? Aber dass das Entscheidende ist und das
das ist auch gar nicht so leicht, glaube ich, das so emotional. Das war ein Prozess. Mhm. Und tatsächlich würde ich sogar so weit gehen, dass das gar nicht bedeutet, also dieses The One bin ich einfach auch sehr vorsichtig mit, mhm, weil wir beide sind jetzt genau richtig. Ja. Und das trotz, in Keine Wolke 7 schreibe ich, dass trotz Pläne für die Zukunft in der Gegenwart bleibt. So, mhm, ne? Wir machen Pläne in der Zukunft, aber wir leben im Moment und ich bin in mir glücklich, du bist in dir glücklich und daraus ergibt sich was Schönes. Aber wenn du aus welchem Grund auch wieder wegbrechen würdest oder ich, dann darf es ja nicht dazu führen, dass der andere, also dass man plötzlich aufgelöst ist. Da sind wir wieder im BBO da. Genau, richtig. Ja. Ne? Und ich glaube, dass da diese Vorstellung von The One einfach, mhm, schwierig ist. Und ich wusste, ich habe mich recht schnell in dich verguckt, aber ich wusste auch nicht direkt, dass du's bist oder so, sondern einfach, es hat sich einfach richtig angefühlt und es hat sich ihm jetzt richtig angefühlt und das war, glaube ich, oder das ist auch immer noch das Entscheidende. Auch jetzt fühlt es sich ihm jetzt richtig, ja, an und das ist das Entscheidende. Fühlt es sich ihm jetzt richtig an. Eine letzte Frage? Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir darauf eine Antwort finden. Wie kann ich herausfinden, ob der Mensch, dem ich begegne, wirklich an mir als Person interessiert ist? Wie kann ich herausfinden, ob der Mensch, dem ich begegne, wirklich an mir als Person interessiert ist? Reden. Fragen. Und vor allem viel wichtiger auch, herausfinden, bist du denn wirklich an dem anderen Menschen interessiert? Ja. Und warum? Das habe ich eben auch nochmal gedacht. Auch finde ich mich selber vielleicht auch einfach interessant. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. So, also finde ich mich selber als interessant. Mhm. Hätte ich Lust, mit mir selber auszugehen? Ja. Und ja. Fände ich das spannend? Führe ich ein interessantes Leben? Ja, so, weil wenn ich interessant bin, ist mir auch egal, ob der mich interessant findet oder nicht. Ja, weil ich komme ja mit meinem eigenen Kopf und meinen eigenen Gedanken, meinen eigenen Themen auch genügend zurecht. So, ich brauche nicht dafür den Austausch unbedingt, aber durch den Austausch wird es im schönsten Falle multipliziert. So. Naja, diese Frage zeugt ja auch von einer gewissen Selbstzweifel. Was ja auch okay wäre. Ja. Was ja auch okay ist. Ne? Naja, aber da ist der Ansatz, den du gerade fährst, ne? Den Fokus darauf zu legen, ich zweifle nicht mehr daran, dass ich interessant bin. Ja, ne? Ich glaube, das ist total wichtig. Ich bin interessant. Ja, genau. Und das ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Und deswegen traue ich mir zu und liebe ich mich so sehr, dass ich davon ausgehe, auch dass mein Gegenüber mich interessant findet. Und dann ist, glaube ich, einfach auch, an welchen Punkten sehe ich auch das Interesse und nehme ich die Aufmerksamkeit wahr und komme da in einen natürlichen Vibe irgendwie rein. Ich glaube, dass das relevant ist. Und darüber hinaus glaube ich, also dass da auch jeder Mensch für sich selber mal in sich hineinfühlen muss und gucken muss, wo ist denn meine zuverlässige innere Stimme? Meine ist zum Beispiel in meinem Herzen. Ich weiß aber auch, ganz viele Leute fühlen die im Bauch. Ich glaube, du auch, ne? Fühlst viel im Bauch. Beides. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, das hat für mich, mein Herz und mein Bauch sind nochmal zwei andere Stimmen. So. Ja. Ja, genau. Aber wie ich eben auch schon sagte, auf welche Stimme will ich hören? Welcher Stimme will ich am Ende des Tages folgen? Das ist übertrieben interessant, fand ich das. Ja. Dass wir am Anfang, weißt du noch, wir haben immer reflektiert auf den unterschiedlichen Ebenen. Kopf, Herz, Bauch und Wurzelchakra, Geschlecht, Sex, wie auch immer wir es nennen wollen. So, ne? Ja. Und haben auf dieser Ebene quasi dann geguckt, okay, wo sind wir gerade aligned und wo nicht? Mhm. Ja. Also was zum Beispiel auch, was sagt Ja zueinander? Mein Kopf sagt zum Beispiel Ja, mein Herz sagt Ja, Bauch sagt vielleicht Nein und Sex sagt Ja. So, ne? Aber auch da zu gucken, okay, wo ist denn das Bedürfnis gerade? Wo ist auch vielleicht. Oder vielleicht auch eine Inkongruenz, ne? Ja. Okay. Damit, glaube ich, haben wir jetzt 30, 40 Minuten durch. Das ging schnell. Das ging schnell. Wenn du mal das wird dein erstes Video sein, was im Social Media sein wird. Und überhaupt irgendwo zu hören ist. Aufregend. Wenn du mal für dich zusammenfasst. Wie war das gerade für dich? Schön. Am Anfang habe ich gedacht, das konnten wir regelmäßig machen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht für unsere Beziehung auch. So dieses Reden miteinander, ohne einander berühren zu können und uns prügeln zu können. aus der Perspektive fand ich super. Ach, du bist so schön ehrlich.
Herrlich. Weiß ich. Und was war eine Erkenntnis für dich? Hast du eine Erkenntnis? Nee, wir sind ja auch nicht in der Kultur. Vielleicht, dass es mir Spaß macht. Ach. Ja. Und? Okay. Und dann wäre ja die spannende Frage jetzt auch an den Zuschauer oder die Zuschauerin oder Zuhörerin. Wie hat dir das gefallen? Ja. Was möchtest du wissen? Wollen wir das nochmal machen? Mhm. Oder nicht? Worüber sollen wir reden? Mach das nicht nochmal. Ja. So, worüber sollen wir reden? Nein, oh, die bitte nicht. Genau. Schreibt das gerne in die Kommentare, dort, wo ihr das seht, hört. Gebt uns eine Rückmeldung. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tatsächlich. Und eure Zeit. Und viel Spaß. Und viel Spaß. Vielleicht. Ja, viel Spaß. Die haben ja schon gehört. Aber, so, oder? Dann. Aber danke, glaube ich. Sowieso. Schönen Tag und so. Schönen Tag. Tschüss. Bye, bye.